Aber war das nicht verflucht? Hallo? Die Maus mit dem Rucksack hat es mir gegeben. Es ist voll mit Schrift, die ich nicht lesen kann. Ob es wohl diesem geheimnisvollen Waldschrat gehört? Ah, da bist du ja. Komm, Jerry, ich will dir jemanden vorstellen. Entschuldigen Sie bitte den plötzlichen Hausfriedensbruch, verehrte Eulen und Hörnchen. Ah, Jonathan, das ist der Herr Hase, der eben schon hier war. Sapperlot, das ist doch mich laus der Zeisig. Diese Augen, die unzählige Welten gesehen haben. Einige sagten, er kennt keine Gnade. Aber meine Eltern sagten, er sei einer der ersten Baumläufer gewesen. Ich war nicht der Erste, aber ich kannte ihn. Uhu. Der Marquis de Hoteau. Ich war kaum größer als 3 Eicheln, als ich dich das letzte Mal gesehen habe. Nach der Tradition der Baumläufer stelle ich Ihnen meinen Schüler vor. Jeremias Haselnuss. Ich erbitte Unterstützung für ihn, auf dass er in diesen Wäldern die Kunst der Künste erlerne. Magie, natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Der Grünschnabel ist also ein neuer Zauberlehrling. Wir dachten schon, die Tradition der Baumläufer sei ausgestorben. Was? Wie? Zauberlehrling? Ich bitte Sie, einen Moment einzuhalten, Jonathan. Einhalten? Nein, nein. Die Tradition verlangt, dass wir nun sofort das Wipfelfest vorbereiten. Ein neuer Baumläufer muss standesgemäß gefeiert werden. Laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Grünschnabel, vor deiner Ausbildung musst du Einladungen verschicken und Blausaft und Backwerk für das Fest bestellen. Genau. Frage am besten Anja Maus. Sie ist die allerbeste Bäckerin hier in Mauswald. Ich werde hier auf dich warten, Jerry. Mich interessiert, was hier geschehen ist. Mauswald hat sich verändert. Soll das heißen, ich soll ganz allein da draußen rumlaufen? Ich vertraue darauf, dass du auf dich selbst aufpassen kannst. Noch sind Sommerferien. Dies ist dein Abenteuer, Jerry. Meinst du kannst es schaffen? Absolut. Halt! Nicht auf die Bücher treten. Ob man die mal aufräumen sollte? Das tue ich ja. Aber Konrads Nichte Ursula bringt sie immer wieder durcheinander. Huch! Ich sage immer, die Krähen haben die Unordnung angerichtet und Ursula passt auf, dass sie bleibt. Hey, Leselektüre. Harry Otter und die Kammer der Heuschrecken. Das ist ein historischer Roman. Uhu. Ob man die mal aufräumen sollte? Das tue ich, aber ich sage... Hey, Leselektüre. Harry Otter. Das ist Warn? Eine uniformierte Maus auf einem... Käfer. Das ist ein Gemälde des Gründers unserer Stadt, Magistrat Mäuserich von Mauswald. Er legte den moralischen Grundstein für unseren schönen Mäusewald und unsere Hauptstadt Mauswald. Moralischer Grundstein? Der sogenannte nicht zum Verzehr gedacht Pakt. Ach so, ich verstehe. Dann bist du sozusagen Vegetarier. Mir geht es blendend. Uhu. Verstehe. Da oben darfst du nicht hin, Jungspund. Da oben liegen Dokumente zur Stadt, Recht und Verfassung. Für einen Einblick muss man schon Gemeindemitglied sein. Außerdem kann man ganz bis aufs Rathaus hochsteigen. Ach so? Vielleicht entscheidest du dich einmal, in Mauswald zu wohnen. Kritik der unpraktischen Vernunft von Immanuel Katz.
Naturkunde von Hildegard von Bienen. Wo tue ich das nur hin? Wie wäre es denn, wenn man die Bücher thematisch sortiert? Grübelstoff da, Naturzeug dort. Genau das tue ich. Hier liegen die mit einem roten Umschlag und dort drüben sollen die grünen hin. Sind Sie sich sicher, dass das eine gute Idee ist? Aber natürlich. So findet man sofort die roten Bücher, wenn man sie sucht. Grüne liest sowieso niemand. Komische Dinger. In Literarien gab's gar keine grünen Bücher. Uhu. Jonathan, da bist du nie gewesen. Doch, natürlich. Aber das war natürlich eine Lesereise. Wie du siehst, junger Mann, Jonathans Fähigkeiten im Sortieren sind ebenso grässlich wie sein Humor. Uhu. Lachen ist gesund. Darf ich Sie kurz stören? Nein, ich arbeite. Was arbeiten Sie denn? Denkarbeit. Uhu. Das heißt, er starrt Löcher in den Raum. Ich denke und plane. Was gibt's denn zu planen? Wir mussten unsere Vorräte gänzlich neu anlegen. Während der Evakuierung muss sich hier eine Krähe gütlich getan haben. Schon seit ein paar Monaten wird unser schönes Mauswald Opfer aggressiver Krähenangriffe. Diese Krähen sind wild, fast unfähig zu sprechen. Uhu, eine sehr beunruhigende Situation. Was genau soll ich jetzt tun? Laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Grünschnabel, vor deiner Ausbildung musst du Einladungen verschicken und Blausaft und Backwerk für das Fest bestellen. So will es die Tradition. Frage am besten Anja Maus. Sie ist die allerbeste Bäckerin hier in Mauswald. Was ist das Wipfelfest? Herr Eichhorn, werte Besucher, immer mit der Ruhe. Das Wipfelfest? Uhu. Findet doch erst in einem Monat statt. Nein, nein. Das Wipfelfest wird traditionell für jeden neuen Baumläuferlehrling veranstaltet, wenn er seine Ausbildung abgeschlossen hat. So war es früher. Und so ist es heute. Uhu. Vielleicht war ich wirklich schon zu lange nicht mehr hier. Was ist das? Uhu. Das ist Magie. Und eine Einladung für das Wipfelfest aus Ihrem Stadtarchiv. Mehr als 90 Jahre alt. Siehst du, Konrad? Uhu. Jerry, nimm die Einladung. Außerdem diese magische Briefmarke. Wozu die Briefmarke? Das wirst du herausfinden, wenn du sie auf einem Umschlag aufbringst. Aber klebe sie nur auf den Umschlag mit einer Einladung darin. Verschicke Einladungen an alle Mauswalder. Denn wenn du deine Ausbildung abgeschlossen hast, ist Wipfelfest. Wende dich am besten an Plato, unseren Postboten. Er kann die Einladungen für dich verteilen. Wenn du Hilfe brauchst, frage die Mauswalder. Wenn du wirklich feststeckst, benutze diesen ersten kleinen Zauber. Wie funktioniert das? Mit dem Ratersuch kannst du in Gedanken mit mir in Verbindung treten. Und ich werde dir einen Hinweis geben, der dir hoffentlich weiterhelfen kann. Zusammen mit deiner Münze wirst du den Herausforderungen, die sich dir stellen werden, mit Zuversicht entgegentreten. Ich werde hier auf dich warten, Jeff. Wie war das mit den Baumläufern und den Portalen? Wir Baumläufer nutzen magische Portalbäume, um zwischen verschiedenen Welten hin und her zu reisen. Kindermärchen. Ein Baumläufer ist ein Magier, der durch die Welten schreitet. Durch die Portalbäume. Sagen und Mythen. Mitnichten. Portalbäume sind Bäume, deren Wurzeln unendlich tief in das Geflecht der Realitäten reichen. So tief also, dass sie an mehr als nur einem Ort existieren und magische Verbindungen schaffen.
Einige nutzen diese Verbindungen, um zwischen den Welten hin und her zu wechseln. So auch wir Baumläufer. Genau, um den Hilflosen zu helfen. Uhu. Und der Mythos lebt ein weiteres Mal auf. Orte, Zeiten und Möglichkeiten bilden eine nahezu unendliche Zahl von Welten. Du wirst von mir in der Tradition der Baumläufer ausgebildet und dir dieses alte Wissen um das Weltenwandern aneignen. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Viel Erfolg!